Mein Name ist Hazel Brugger, Brugger, Aargauer Geschlecht. Hazel ist Pech. Ich bin geboren worden und haben meine Eltern gesagt, ja, Hazel, ziehst einen Helm an, wenn du in die Schule gehst, kommt schon gut. Niemand kann schöner abgelöscht sein als sie. Seelenruhig zerlegt Hazel Brugger die Welt in morbide Einzelteile. Beim Poetry Slam war die miese Laune Programm. Jetzt gibt sie sich auch mal ganz nett. Ja, ich habe gedacht, wenn ich 90 Minuten lang nicht lache, also das halte ich nicht aus körperlich. Und das ist ja für die Leute auch so total anstrengend. Und ich habe dann gemerkt, was das für ein extremer Erleichterungsmoment ist für die Leute, wenn ich dann mal so, hey. Auftritte plant Hazel Brugger auf nichts Geringem als Post-it-Zettelchen. Kuriositäten des Alltags liefern den Inhalt. Dass sie damit jetzt Geld verdient, überrascht sie selbst fast am meisten. Ich war im mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium und dachte dann immer, ich werde irgendwie an die ETH gehen und dort 6 Jahre total tough durchstudieren und dann irgendwie noch irgendwas Cooles machen, wo ich über Dinge reden kann, die die Leute nicht verstehen. Und jetzt kann ich trotzdem über Dinge reden, die die Leute nicht verstehen. Steil und schnell ging's nach oben bei Hazel Brugger. Und obwohl sie wie keine andere das Spiel mit der Sprache beherrscht, genau die sei in der Komik die größte Herausforderung. Das Englische ist halt von der Sprache her viel einfacher. Man kann also etwas erklären, etwas aufbauen und dann mit einem Wort das Entladen und das ist dann die Pointe. Während im Deutschen oft am Ende des Satzes noch irgendwie so eine Wortendung oder so hingemacht werden muss, damit es verständlich ist. Komik ist für Hazel Brugger eine Kunstform. Grenzen beim Humor kennt sie keine. Bleibt zu hoffen, dass es ihrem Publikum genauso geht. Dann haben sie Merci vielmals, ciao, gute Crowd.